tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich euch mein Igelava vorstellen. Bevor ich jedoch damit anfange, möchte ich allerdings dazu sagen, dass alles, was man mit einem Igelava machen kann, mit einem Turnupto besser funktioniert. Dieses Igelava habe ich mir für ein paar spezielle Kämpfe gezüchtet und ich benutze es eigentlich nur, weil ich es total süß finde und auch insgesamt mein Zweitlieblings-Pokémon ist. Also, zurück zum Lexikon. Igelava ist die Weiterentwicklung von Feurigel und Vorstufe von Turnupto und hat wie diese einen Monofeuertyp, wodurch es eine Schwäche gegen Wasser, Gestein und Boden sowie eine Resistenz gegen Pflanze, Käfer, Stahl, Eis und Fee hat. Hinzu kommt eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Feuer. Igelavas Statuswerte sind dadurch, dass es ein nicht vollentwickeltes Pokémon ist, nicht sonderlich hoch, jedoch haben wir hier zumindest zwei vertretbare Werte, an denen man ansetzen kann. Die IV kommen daher vollkommen in Spezialangriff und Initiative, zusammen mit einem scheuen oder mäßigen Wesen. Ich persönlich bevorzuge jedoch mehr Initiative, also ein scheues Wesen. Als Fähigkeit hat man die Wahl zwischen Großbrand und Feuerfinger, wobei ich Feuerfinger hier deutlich besser finde. Diese gibt Igelava eine Immunität gegen Feuerattacken und seine Feuerattacken werden um 50% stärker, wenn er von einer Feuerattacke getroffen wird. Im Moveset benutze ich Eruption, Flammenwurf, Sondersensor und Kraftreserve. Eruption hat eine gewaltige Stärke von 150 und ist Igelavas Hauptangriff. Die Attacke wird jedoch schwächer, wenn Igelava KP verliert. Flammenwurf ist daher eine alternative Feuerattacke für den Fall, dass Igelavas KP bereits unter 60% sind. Sondersensor und Kraftreserve habe ich hier noch drauf, weil es keine weiteren sinnvollen Coverage-Attacken mehr gibt. Es gibt zwar sinnvollere Kraftreserven wie zum Beispiel Wasser, Eis, Boden, Elektro oder Pflanze, allerdings hatte ich auf meinem Igelava anfangs keine Kraftreserve geplant und so musste ich mit dem leben, was eigentlich hier drauf war. Als Item empfiehlt sich ein Walschall, damit Igelava fast alle Pokémon im Spiel überholen kann und so seine Eruption raushauen kann, bevor es geschwächt wird. Und damit sind wir auch gleich bei Igelavas Spielweise. Wann immer ihr eine Feuerattacke des Gegners prediktet, werft ihn einfach mal in den Kampf und fangt eine Attacke mit dem Feuerfänger ab, kassiert dann auch gleich einen schönen Boost. Eruption wird in 90% der Fällen die Attacke eurer Wahl sein, da diese, auch wenn sie weniger effektiv als die Coverage-Attacken trifft, oft doch noch mehr Schaden macht. Passt auf bei Pokémon, welche euch dennoch überholen können. Das sind Mega Gewaldro, Mega Simsala, Mega Bibor, Hydragil, Ninjask und Deoxys in Normal-, Angriffs- und Initiativeform, sowie alle schnelleren Pokémon mit einem Walschal. Ebenfalls aufpassen müsst ihr bei Pokémon mit Prio-Attacken, da diese Igelava stark schwächen können, bevor er überhaupt seine Eruption raushauen kann. Igelava hätte wie jedes Pokémon gerne ein wenig Teamunterstützung. Zum einen Pokémon, welche Feuer als einzige Schwäche haben, wie zum Beispiel Xerox oder Forstelka. Mit diesen lassen sich Feuerattacken des Gegners provozieren, in welche man Igelava einwechseln kann, um den Feuerfänger zu bekommen. Außerdem kann Igelava keinerlei Entry-Hazards leiden, da sie ihn alle entweder beschädigen oder langsamer machen. Also solltet ihr auch einen Spinner dabei haben. Wenn ihr mein Igelava mal in Aktion sehen wollt, packe ich euch ein Video in die Beschreibung. Ich gehe jetzt mein Plüsch-Igelava knuddeln und ihr könnt euch schon mal überlegen, was ich als nächstes im Lexikon vorstellen soll.